Hier kommt also die Geschichte von Trotos und Goril Shanda, Vertreter der Vier-Seegesellschaft. Wenn ich richtig gerechnet habe, saß ich zum Zeitpunkt des Geschehens seit 4 Tagen im Knast. Trotos war im Maskenviertel östlich des Lierlensees unterwegs auf der Suche nach Zerstreuung. Im Maskenviertel gibt es nicht die meisten Bordelle und Spielhöllen der Stadt, aber dafür die meisten edlen Bordelle und Spielhöllen. Es ist eine über 100-jährige Tradition, dass im Maskenviertel Masken getragen werden. In den Nabel der Welt kommen Reiche, die zwar kein Problem damit haben, dem Land und der Stadt das Blut auszusaugen, aber dennoch nicht darauf verzichten wollen, hin und wieder den erregenden, inspirierenden, abenteuerlichen Geruch der Slums zu atmen. Die Hände dagegen sind, wie ich schon einmal geschrieben habe, das gesellschaftlich anerkannte Pendant und befinden sich nicht zufällig im Maskenviertel. Weit weg von den armen Vierteln und Ausnahmeorten wie dem Nabel der Welt entfalten sich alle Formen des Genussstrebens. Und die braven bürgerlichen Ehemänner und Familienväter wissen die Tatsache sehr wohl zu schätzen, dass es selbstverständlich ist, dort Masken zu tragen. Schon von Vorteil, wenn einem die Tradition bei diesen Dingen entgegenkommt. Trotos war also auf der Suche nach Ablenkung. Er hatte ein bisschen Karten gespielt, getrunken und einer Sängerin auf dem Prinz-Toklas-Platz am Ufer des Sees zugehört. Von dort aus war er betrübt quer durch das Viertel geschlendert und hatte über den Tod nachgedacht. Die verfluchte Vergänglichkeit, Gordias Leute auf Treibjagd und Carmo im neuen Gefängnis. Diese deprimierenden Gedanken trieben Trotos zwangsläufig in einen Puff. Jeder hat ebenso seine eigenen unumstößlichen Naturgesetze. Als er gerade durch die Tür ging, kam ihm Iasella entgegen. Er erkundigte sich, warum sie zu dieser frühen Stunde nach Hause ginge, und sie erwiderte, sie habe für heute genug verdient. Ein seltsamer Kunde, der offensichtlich nicht aus der Stadt sei, habe ihr mehr als das Vierfache gezahlt. Trotos war verstimmt. Es ist nicht so, als ob Iasella das einzige hübsche Mädchen in dem Laden gewesen wäre, und ich schätze, dass Trotos es im Grunde egal war, welche von ihnen ihm die düsteren Gedanken vertreiben würde. Aber da Iasella an diesem Abend nicht mehr zur Verfügung stand, wollte er Iasella. Trotos kann eigentlich jede Frau haben, die er will. Und eine Nutte, die ihn ohnehin sehr mochte, davon zu überzeugen, noch ein bisschen mehr zu verdienen, dürfte ihn nicht mehr Zeit gekostet haben, als es dauert, Autoritätenverunglimpfung zu sagen. Was in der nächsten Stunde alles passierte, ist an dieser Stelle unwichtig. Danach lagen sie im Bett und unterhielten sich über die düsteren Zeiten. Wenn der Zufall den Ereignissen nicht eine glanzvolle Wendung verpasst hätte, könnte man sagen, Mission fehlgeschlagen. Aber über Hafenblockaden, ausschwärmende Söldnertrupps und wütende, angsterfüllte Massen kamen sie zu dem Mann, der ihr so viel Geld gezahlt hatte und der nun im Nebenzimmer seinen Rausch ausschlief. Iasella erzählte, er sei der Vertreter einer großen Handelsgesellschaft und erst vor ein paar Stunden in der Stadt eingetroffen, völlig trunken von dem überteuerten Wein des Bordells und dem eigenen Triumph. Ein junger Karrierist, der zuvor mit großem Erfolg die Interessen der Handelsgesellschaft in den inselreichischen Kolonien Janoviens vertreten habe. Mit glühenden Wangen habe er von seinem steilen Aufstieg erzählt, sei aus dem Prahlen gar nicht mehr herausgekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Akiara dem Jungen den Rest gegeben hat. Die Vier-Seegesellschaft hat ihren Hauptsitz in Portoka, der Hauptstadt Meriens, das neben unerschöpflichen Goldminen vor allem für strenge religiöse Sekten, schlechtes Essen und kalte Winter bekannt ist. Das Einzige, was ihn hier offenbar störte, waren die freien Inselreicher in der Stadt. Das sei unerfreulich, zitierte ihn Iasella. Nur in Ketten taugen die was. Zu diesem Zeitpunkt muss Trotos längst darüber nachgedacht haben, ihn zu beklauen. Aber das konnte er Iasella nicht antun. So ein hohes Tier würde sich zu rächen wissen. Er lag da, dachte nach und plötzlich tauchte am Horizont eine vielversprechende Idee auf. Wenn er so ein dicker Fisch ist, wie kommt es dann, dass er wenige Stunden nach seiner Ankunft in der Stadt Zeit hat, sich hier flachlegen zu lassen? Bist du sicher, dass er sich nicht nur wichtig gemacht hat? Ich bin sicher. Er hat mir die Dokumente gezeigt, um mit der Empfehlung des Finanzministers anzugeben. Und in dieser Sekunde wurde der Ideenschimmer am Horizont zu einem gleißenden Leuchtfeuer. Er hat dir die Dokumente gezeigt? Er hat sie noch nicht abgegeben? Die gedrückte Stimmung war erneut wie weggeblasen. Trotos sprang aus dem Bett und zog sich eilig die Hose an. Wo liegt er? Scheiße, ist er schon wach? Er hat sie nicht abgegeben? Was für ein Idiot! Iasella begriff nicht, welche Attraktion Trotos plötzlich entdeckt zu haben glaubte. Im Zimmer nebenan? Du willst doch da nicht etwa rein? Trotos wollte. Iasella sträubte sich, aber kurz darauf standen sie neben dem Bett des schnarchenden Goril Shanda. Trotos ging in die Hocke,
öffnete die Schublade des Nachttischchens und griff zielsicher nach einer kleinen Ampulle. Er wusste, wo das schwache Betäubungsmittel lagerte, das die Mädchen den Kunden in ihren Wein taten, wenn sie wollten, dass diese die bezahlte Zeit nicht voll ausnutzen konnten. Ein paar Tropfen in einem Glas Wein genügten, um diesen Effekt zu erzielen, doch Trottos hatte nicht vor, zu sparen. Er entkorkte die Ampulle und goss die ölige Flüssigkeit in den halb geöffneten Mund des Schnarchenden. Yasella wollte ihn zurückhalten. »Was soll das?« zischte sie. »Du wirst ihn nicht beklauen, verstanden?« Trottos erhob sich triumphierend. »Doch, aber nicht so, wie du denkst.« Er erläuterte ihr seinen Plan. Und da auch Yasella eine Chance zu ergreifen weiß, wenn sie da ist, ging sie das Risiko ein. Wenig später verließ Trottos das Bordell in den Kleidern des Händlers. Sein Gesicht war hinter einer Maske verborgen. So verließ Goril Shanda für alle sichtbar das Bordell. Dass Trottos nicht mehr auftauchte, irritierte weder den Türsteher noch die Mädchen, die auf Freier warteten, denn von jemandem, der meistens über die Dächer läuft, kann man nicht erwarten, dass er zweimal am selben Abend dieselbe Tür benutzt. Er verließ das Maskenviertel und ging nach Grabhafen, wo er Xaira aufsuchte, die nicht in einem Bordell, sondern zu Hause arbeitete. Da die Blockade noch immer für Stau sorgte, kamen nicht so viele Matrosen wie sonst, und Trottos hatte Glück. Sie stand vor der Tür und wartete auf Kundschaft. Trottos war ihr 100-mal lieber als besoffenes, ungewaschenes Seevolk, und so freute sie sich wahrscheinlich, als er sie in den Hauseingang zog und die Treppen bis zum 5. Stock hinauf hastete, so als könnte er es kaum erwarten. Als er ihr seinen Plan eröffnete, war sie sofort Feuer und Flamme. Sie versicherte ihm, er könne auf sie zählen. Trottos verlor keine Zeit, zog die Kleidung Goril Shandas aus und seine eigene wieder an, kletterte aus dem Fenster und lief über die Dächer den Weg zurück, den er gekommen war. Auf dem Flachdach des Bordells erwartete ihn Yasella, und Trottos nahm den in ein Laken gewickelten, mit Vorhangband verschnürten Goril Shanda in seine Obhut. Mittels eines breiten Brettes, über das er den Bewusstlosen schleifen konnte, überquerte er ein paar Gassen. Dann lud er Goril in eine Schubkarre. Bei den Sirisgassen benutzte er einen Flaschenzug. Er ließ Goril Satteldächer hinabrutschen, wuchtete ihn von höheren Dächern auf niedrigere, kleine Treppen hinauf und hinunter, über klapprige Brücken, unter auf Pfählen stehenden Häusern hindurch, die man auf den Dächern zwischen dem Masken- und dem Azaleenviertel sehr oft findet, und schließlich durch Xairas Fenster. Er war schweißgebadet und mit den Nerven vorerst am Ende. Xaira hatte ihm einen Bottich mit frischem Wasser bereitgestellt und er wusch sich ein. Dann zog er die Kleidung Goril Shandas wieder an. Seine eigene verschnürte er zu einem Bündel. Er wollte es nicht an den bedauernswerten Handelsgesellschaftsblutsauger verschwenden. Aber selbst wenn er seine aufwendige Garderobe für die Mission hätte opfern wollen, so war sie für diese doch schwerlich geeignet. Xaira hatte Kleidung bereitgelegt, die dem Zweck sehr viel besser dienen würde. Sie stammte von ihrem Mann, der Xaira vor ein paar Jahren verlassen hatte und dessen Schulden sie in die Prostitution getrieben hatten. Sie hatte die schäbigen Kleider scheinbar unachtsam auf dem Boden verteilt, so dass es aussah, als habe sie sich jemand in aller Eile vom Körper gerissen. Zum Schluss wickelten Trottos und Xaira Goril Shanda aus seinem Laken und legten ihn aufs Bett. Das Zimmer war präpariert. Schnell machte sich Xaira auf den Weg zur Ziegelschenke, wo die Bande um den Wirt Tessiol ihren Hauptsitz hatte. Als sie zu ihrer Wohnung zurückkehrte, wurde sie von zwei Schlägern begleitet. Für Goril Shanda begann der Albtraum. Er war nicht länger Vertreter der Vier-See-Gesellschaft. Er war nicht länger reich und angesehen. Er war ein Lump ohne Namen, ohne Papiere und ohne Geld. Das heißt, nicht ganz ohne Geld. Trottos und Xaira hatten ihm einen winzigen Lederbeutel gelassen, in dem gerade so viel Ghanas klimperten, um für das, was Xaira angeblich mit ihm gemacht hatte, bezahlen zu können. Die Schläger sollten ihn schließlich nicht totprügeln. Als er auf der Straße landete, lag die Stadt vor ihm, in all ihrer schrecklichen Pracht. Noch hatte er wohl nicht aufgegeben, aber das war nur eine Frage der Zeit, denn Trottos war längst auf dem Weg, die Lücke zu füllen, die Goril Shanda hinterlassen hatte. Zuerst zum Kontor der Vier-See-Gesellschaft in Grabhafen und dann zum Gildenpalast. Trottos erfuhr, dass er von nun an in einem herrschaftlichen Anwesen residieren würde, dass ihm im Büro der Gesellschaft 10 Angestellte und 3-mal so viele Diener unterstanden, dass man sich freute, einen so ambitionierten Vorkämpfer für ausgeweitete Gildenrechte in der Stadt zu haben und dass seine Empfehlungen wirklich hervorragend waren. Er hatte an der Universität von Portoka studiert, mit Auszeichnung bestanden, in einem kleinen aufstrebenden Unternehmen als Juniorpartner angefangen, um dank seiner glänzenden Leistungen schließlich zur Vier-See-Gesellschaft wechseln zu können,
der ihr erst in Ostrien und dann in den Inselreichen zu enormen Profiten verholfen hatte. Der echte, soll heißen, ehemalige Goril Shanda erfuhr, dass seine charmante Art, sein einnehmendes Wesen und seine schönen Worte zwar bei Anteilseignern, Ratsmitgliedern, Plantagenbesitzern, Militärgouverneuren und hohen Politikern Wirkung zeigten, jedoch nicht bei Privatsoldaten, die das Kontor und den Gildenpalast bewachten. Bei letzterem kam er nicht einmal bis zum Gebäude selbst. Schon in Sichtweite des Gildenpalastes wurde er von Wachen abgefangen. Ich war nicht dabei und auch sonst niemand, den ich kenne, aber so muss es gekommen sein, denn er hatte nun nicht nur kein Geld, er sah auch so aus. Er versuchte wahrscheinlich lange Türsteher, Gardisten, an ihm vorbeieilende Boten des Gildenpalastes, einfach irgendjemanden davon zu überzeugen, dass er er war. Er wurde ausgelacht und verspottet, er wurde getreten und bespuckt. Und am Abend hatte er kein Bett und nichts zu essen. Goril Shanda lernte, was die Freiheit, deren glorreicher Verfechter er war, für normale Menschen ist.